Jetzt kommt ein Mann zu uns, der eine erfolgreiche Rolle nach der anderen spielt. Er ist nicht nur der Ernie aus Stromberg, sondern er spielt auch noch erfolgreich in Mord mit Aussicht mit und ist der Tatortreiniger. Und da gibt es jetzt eine neue Staffel, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie Bjarne Mädel. Vielen Dank. Sehr geht's? Gute Musik. Wie geht's? Es geht sehr gut wahrscheinlich im Moment. Ja, mir geht's ganz gut. Ja. Aber ich meinte auch, die Musik war ja, sehr schön. Von Carsten Meyer, auch Aerobik genannt, der das für uns macht, diese Musik. Das ist die Titelmusik von der Tatortreiniger. Genau, genau. Genau. Ja. Ja, da läuft es ja nicht nur blendend, da hast du alle Preise bekommen, die man nur so bekommen kann. Auch für deine hier, für die DVD-Serie. Was hast du alles gewonnen hier? Den Jupiter Award, den Deutschen Comedy-Preis, den Grimme-Preis. Hier Mord mit Aussicht, da spielst du auch mit. Auch ein Riesenerfolg. Wie erklärt sich dir das, dass, also sagst du, das bin alles ich? Oder, ich bin ja nicht eitel, aber ich glaube schon, das ist der Grund, ja. Ja. Weil ich da mitspiele. Nee, das weiß man ja vorher nicht. Man sagt so eine Rolle zu und sagt, okay, dicker Polizist, kann man mal machen. Und dann 7 Jahre später sitzt man immer noch da und spielt immer noch dicker Polizist. Ja. Und jetzt gucken das 7 Millionen Leute. Das ist ja für mich, ich kann mir das ja immer nicht vorstellen, was das heißt. Das sind irgendwie mehrere Fußballstadien voll auf einmal, die da abends davor sitzen. Und das ist ja eine abstrakte Zahl. Weiß man ja nicht. Ja, das hat sich so langsam immer mehr gesteigert bei Mord mit Aussicht. Ja, ne? Das geht ja so ganz langsam. Man muss halt immer bei der Stange bleiben. Man muss dranbleiben. Ja. Man muss auch beim Tatortreiniger dranbleiben, der ja morgen Abend wieder losgeht. Morgen Abend neue Staffel vom Tatortreiniger, die 4. Staffel mittlerweile. Die mit einem festen Sendeplatz jetzt. Immer 22 Uhr. Dann kommt eine Doppelfolge bis 23 Uhr. Dann können die Leute noch kurz groß gehen und dann um 19:15 bei dir wieder einschalten. Oder auch klein. Ja. Also, oder sich was zu essen holen. Ich wollte damit sagen, man kann dann eine Viertelstunde Pause machen und dann direkt zu Raab switchen. Wie nah bist du selber eigentlich an den Rollen dran? Bei Ernie zum Beispiel? Ja, das ist ja immer so die Frage, die wir gestellt bekommen. Das ist aber, da ist kein großer Unterschied mehr, ne? Wenn man sich mal den Tatortreiniger. Und du bist ja heute als du hier, oder? Als Bjarne Mädel. Ich bin jetzt ganz privat. Ja. Du und der Tatortreiniger, ihr unterscheidet euch eigentlich wenig. Nur ja, komm, der spricht schon anders, ne? Der spricht anders. Der spricht anders, er denkt anders. Er ist ja auch, der spricht ja Texte, die sind ja nicht von mir. Jetzt spreche ich ja alles, das sind ja alles meine eigenen Worte. Die was ich mir jetzt im Moment ausdenke. Ja, okay. Ja? Und wenn ich Rollen spiele, dann denken sich das ja andere Leute aus. Und ich lerne das dann auswendig und sage das auf. Wir schauen uns gleich noch ein paar Ausschnitte an. Die erste, zweite und dritte Staffel vom Tatortreiniger gibt's auf DVD bereits und die ist wirklich sehr zu empfehlen. Hast du dich für deine Rolle auch mal tatsächlich mit dem wirklichen Beruf des Tatortreinigers auseinandergesetzt? Das macht ihr Schauspieler doch immer. 3 Wochen als Tatortreiniger gearbeitet oder hast du gesagt, nö, brauche ich mir nicht antun, weiß ich, wie ich das. Ich habe sogar vorher Leute umgebracht, damit ich danach putzen kann. Nee. So. Nee, aber ich habe tatsächlich Kontakt gehabt zu einem echten Tatortreiniger in Berlin, dem Christian Heistermann. Heißt fast so wie meine Rolle in Stromberg, heißt der Kamp. Okay. Deshalb haben wir uns da auch sofort gut verstanden. Und ja, der hat mir dann viel erzählt von diesem Beruf. Das ist nicht lustig. Also wenn man den letzten Dreck wegmachen muss, dann ist das sehr belastend. Also die meisten Leute sterben zu Hause auf dem Klo, strengen sich an, irgendwas platzt im Kopf, dann fallen die um und hauen. So? Ja, viele ältere Leute sterben auf dem Klo und hauen dann mit dem Kopf gegen das Porzellan. Und früher hatten das dann mussten das die Verwandten wegmachen oder die liebsten eben Ehepartner oder so. Und heutzutage gibt es dafür Tatortreiniger, die sagen, ich mach das und nehme dir das ab, damit du das nicht selber erledigen musst. Und da habt ihr dann eine lustige Serie draus gemacht. Das fanden wir komisch, ja. Das ist ja nur immer der ernste Hintergrund. Das ist halt irgendwie ein Schauspieler umsonst, weißt du? Also einer ist schon mal, den muss man nicht mehr bezahlen vom Sender aus, weil man kann die Geschichte trotzdem erzählen. Ja, alles klar, verstehe. Aber das ist ja nur der ernste Hintergrund, auf dem wir dann eben übers Leben philosophieren und Quatsch machen. Hast du eine Lieblingsrolle eigentlich? Von den vielen sehr prägenden Rollen, die du spielst? Ich spiele ja gern Günter Wallraff.
Du spielst gerne Günther Wallraff? Die wurde mir noch gar nicht angeboten. Nee, wurde mir noch gar nicht angeboten. Nee, von diesen drei Rollen ist momentan, das ist ja immer so, als wenn du die Eltern fragst, welches Kind magst du am liebsten, ja, und du sagst, ich finde die alle scheiße. Ja. Irgendwie. ich muss sagen, jetzt ist natürlich Schotti der Jüngste von den dreien, ja, und deshalb liegt er mir gerade so sehr am Herzen. Also, ich meine, der andere, guck dir das mal an. Ich hab das. Du hast auch Autogrammkarten, das habe ich eben hinten gesehen. Ich habe gesagt, bring die mal mit. Er hat natürlich für alle Rollen Autogrammkarten. Das ist Bjarne Mädel. Wohin? Da? Polizist. Falsch. Da. Und mit diesem Pony muss ich dann monatelang rumlaufen. Ne? Das kommt auch noch hinzu, ja. Das ist für Mord mit Aussicht. Hier bei Stromberg, da habe ich ja mehrere Rollen gespielt. Ja, in welche, wieso? Na, der mit der Glatze und dem Bart, das war ich auch. Ah, okay. So. Und jetzt eben der Schotti. Ja, toll, also drei Autogrammkarten. Aber ich wollte das nicht, du wolltest, dass ich sie zeige. Das wirkt jetzt so eitel, guck mal, ich habe Autogrammkarten. Nee, ich wollte das wirklich. Unterschreibst du dann aber auf allen, unterschreibst du mit Bjarne Mädel? Ich mache da irgendwas, was man nicht lesen kann. Das, ja klar, ich bin ja auch alles, das bin ja alles ich. Aber für mich macht jetzt keine Karte Sinn, wo ich persönlich privat drauf bin. Deshalb habe ich irgendwie Karten von meinen Rollen, weil... Okay, verstehe. Ja, wir schauen privat bin ich ja nicht so. Nochmal einen Ausschnitt an, oder? Haben wir keine? Wie? Wir haben keine Zeit mehr. Was? Ich hätte noch einen Ausschnitt gehabt. Welchen denn? Einen richtig guten. Ja. Also da kommt es ja noch zum Äußersten in der Folge. Nein. Ja. Und wir haben auch Nachwuchsschauspieler dabei. Matthias Brandt, den noch keiner kennt, zum Beispiel. Matthias Brandt? Ja, ein guter Mann. Von dem kann man noch einiges erwarten, glaube ich. Der junge Matthias Brandt. Ja. Bei uns mitgespielt. Ah, okay. Ja, leider können wir keinen Ausschnitt mehr zeigen, aber deswegen morgen. Müssen wir jetzt ganz schnell reden? Sind wir schon endgültig vorbei? Genau. Immer 22 Uhr, NDR. Drittes norddeutsches Morgen. Atze Schröder. Ja. Ja, kann man machen. Und? Jean-Pierre Krämer und Sidney Hoffmann. Ja, und wenn das kein Grund ist, einzuschalten. Das sind die PS-Profis. Also vorher, morgen ist der Abend, ist klar, 22 Uhr NDR, ja, der Tatortreiniger, zwei brandneue Folgen und danach 2+1/2 Mensch, ja, hier auf ProSieben. Ich bin fix und fertig, Leute, jetzt. So.